Bis jetzt war es eher so ein zusätzliches Add-on-Feature, schön zu haben, nice to have. Piyush von Mega Indians. Geben wir ihm auch mal ein viel Glück. Wir warten wieder, dass er irgendwas setzt. Wir kontern einfach mal mit einem Drachenbaby und einer Musketierin. Und da kommt ein Mini-Packer hinterher. Für den behalten wir uns mal unsere Skelette auf. Und ich glaube, wir brauchen hier auch noch ein paar Bogenschützen. Weil der Mini-Packer hat sich unsere Musketierin hier angenommen. So, das dürfte es gewesen sein. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch einen Riesen vorne weg. Ah, kriegen wir nicht. Aber wenigstens vor den Bogenschützen. Musketieren fokussiert auf unseren Riesen. Unsere Bogenschützen haben die Musketieren hier besiegt. Unser Riese ist auf dem gegnerischen Turm drauf. Ich setze jetzt nochmal einen Bomber hinterher. Der soll hier noch den, den auseinandernehmen. Aber die Minions, gegen die kann ich jetzt nichts machen. Da brauchen wir unsere Musketieren. Und der Bomber hat noch einen letzten Schuss, hat er noch abbekommen. Ich habe natürlich meine Skelette wieder mal nicht. Skelette, Skelette, Skelette. Hier. Verdammt, zu spät. Äußerst schade, aber die Skelette tanken jetzt wenigstens gegen den Ritter. Und unsere Musketierin holt den Ritter da von seinen Beinen. Seht ihr, ich habe jetzt den Bombenturm, aber so richtig lohnt sich der momentan gar nicht. Drachenbaby hinten hin. Hoffentlich packt das Drachenbaby. Nein, packt es natürlich nicht. Ich habe natürlich minimal zu spät gesetzt. Riese vorne weg. Also was heißt vorne weg? Eher hinten dran. Wahnsinn, was die Musketierin da für einen Schaden macht. Ist ja nicht mehr normal. Komm schon, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Haben die Musketieren auch nicht besiegt. Also Musketieren, echt, mein Respekt, nicht schlecht. Skelette vorne weg. Musketieren dürfte jetzt einen Schuss, genau den einen Schuss hat sie noch abbekommen. Das hat sie dann auch besiegt. Dann gehen wir mal langsam in Richtung vom rechten Turm. Oh, 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 oh. Gar nicht gut. Ein Ballon, den sollten wir möglichst schnell hier vom Himmel holen. Haben wir auch gepackt. Und dann gehen wir gleich mal Konterpush auf der rechten Seite hier. Mini-Packer, Skelette hinterher. Das heißt ja, dass er seinen Mini-Packer dann demnächst nicht bei uns im Angriff setzen kann. Und unser Babydrache ist zwar down, aber unser Bomber macht hier noch ein bisschen Schaden. Auf der linken Seite, unsere Musketierin hat fast den Babydrachen hier besiegt. Und ich... Jetzt ist vielleicht mal Situation, wo ich wirklich den Bombentower setzen muss. So, Bogenschützen. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal auf sicheres Verteidigen. Naja, ja. Ja, jetzt ist sowieso schon wurscht. Jetzt ist es egal. Jetzt sind wir sowieso... Aus mit der Zeit, vorbei. Das war's mit diesem Spiel. Wir haben eine Krone geholt. 30 Trophäen dazu. Und haben unsere Kronentruhe. Was ist hier rechts? Momo wurde angenommen. Okay. Dann haben wir unsere Kronentruhe jetzt und können jetzt endlich die Kronentruhe öffnen. Wir sind schon bei 718 Pokalen angekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Spielerlevel... ist momentan Level 4. Wir brauchen aber noch 151. Na gut, jetzt widmen wir uns mal der Kronentruhe. Ein bisschen Gold wäre schön. 105. Ja. Zwei Juwelen. Ein Bogenschütze. Ja, vier brauchen wir noch. Noch ein paar Lakaien dazu. Riese brauchen wir auch noch relativ lange, aber da brauchen wir demnächst vielleicht wieder... mehr Riesen. Also ein Riese ist immer nur so, wenn man 10 davon braucht, ist nicht so super. Da braucht es ein ganzes Stückchen. Und 8 Bomber. Ja, auch ganz okay. Könnte besser sein, aber ich würde sagen, das geht schon in Ordnung, ne? Dann überlegen wir uns, 150 müssen wir hier irgendwas noch gerade eben verbessern. Ich glaube sogar nein, dass ich die erst einmal lasse. Oder wir verbessern jetzt einfach mal die Ritter, weil wir sie gerade da haben. Und 20 Gold ist jetzt auch nicht so die Menge. Die anderen lassen wir, glaube ich, jetzt erstmal vorerst. Und schauen mal. Oh, Barbaren-Oval gibt es dann ab 800 plus. Ich glaube, das gibt es dann in der nächsten Episode. Da kommen wir dann in die nächste Arena. Und online sind momentan 3 von 46. Ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Kampf zustande kommt. Dann würde ich sagen, war es das für diese Aufnahmesession schon wieder. Gratistruhe sowieso auch erst in 3 Stunden 34 Minuten wieder. Kronentruhe.
Oh. Oh. Ich glaube, ich habe da eine Kronentruhe aufgespart. Ja, ja, ich könnte noch einmal 10. Huiuiui, noch einmal 10 holen. Noch einmal, möchte ich das? Habe ich die Zeit dazu? Möchte ich das? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Mach mal. Hol mal. Kriegen wir. Muss man halt einfach nur relativ viele 3-Kronen-Angriffe machen. Die habe ich mir, glaube ich, anscheinend irgendwie komischerweise aufgespart. Geschätzte Dauer? Knochengrube. Alkohol 0,0%. Oder 0,0 Promille, wohl eher. Von Yu Dao. Ja, da müssen wir halt jetzt einfach ein paar Angriffe hier auf 3 Kronen machen, ne? Genau, das war schon der... Nein! Nein, oh Gott! Ich habe Pfeile gesetzt, ich wollte die Bogenschützen setzen. Heiei, da habe ich aber krass daneben getapst. Erstmal habe ich die Musketierin rechts hingesetzt und dann links die Pfeile geworfen. Oh je, was habe ich denn da gemacht? Da habe ich mich mit meinen Patschelhänden, habe ich mich da total verdapst. Gibt's ja gar nicht. Ist mir ja auch noch nie passiert. Prinz auf der linken Seite, Prinz auf der linken Seite, Musketieren war vermutlich schlechte Idee, weil da hätte ich meine... da hätte ich meine Skelette gebraucht. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh, oh Gott, macht der viel Schaden. Jetzt brauchen wir rechts eine Bogenschützen. Ich glaube, der macht uns fertig. Ich glaube, der macht uns fertig. Und Minions auf der linken Seite. Minions auf der linken Seite und rechts. Das gibt's ja gar nicht. Oha. Hoi, hoi, hoi. Was für ein Start. Was für ein Start. Ein paar Pfeile verworfen und das war's dann. Das war's. Jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes mache. Wie können wir das noch retten? Wie können wir das noch retten? Eigentlich gar nicht. Das wird jetzt mega schwierig, das noch irgendwie zu retten. Jetzt müssen wir wirklich langsam an die Sache rangehen. Unsere Musketierin macht hier noch ein bisschen Schaden. Der Bombentower dürfte das Ganze hier machen. Die Minions müssen wir irgendwie verteidigen. Probieren hier einen Konterpush mit Drachen. Und einem Riesen vorne weg. Und rechts kommt auch ein Riese. Na, ja, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Musketierin rechts hin. Wir müssen schauen, dass dieser Riese nicht durchkommt. Er darf keinen einzigen... Ja, unsere Musketierin macht das. Er darf keinen einzigen Schaden hier abbekommen. Unser Riese auf der linken Seite pusht. Jetzt haben wir gerade Elixier. Sollen wir hier rechts mitgehen? Ja, wir gehen mal mit. Es war vermutlich eine schlechte Idee. Es war eine ganz schlechte Idee. Bombentower. Unser Bombentower ist auch schnell down. Wir brauchen die Musketieren hier auf der linken Seite. Die machen so viel Schaden. Jetzt kommt auch noch ein Mini-Packer auf der rechten Seite. Den kann ich hier gar nicht abwehren. Oh Gott, jetzt kommt auch noch ein Riese. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bombe auf der linken Seite, rechte Seite kommt ein Prinz, noch ein paar Skelette hin. Das war's. Das war's. Keine Chance, dieser eine Vertapser da am Anfang hat sich durchgezogen bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Wir haben zwar eine Krone bekommen, aber... Oh, das war mal eine Niederlage. Das war mal eine Niederlage. Die erste hier, würde ich sogar sagen. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich glaube, jetzt lasse ich sie erst einmal ruhen. Die Niederlage, die hat mich jetzt geschafft. Die hat mich jetzt geschafft. Jetzt lasse ich es. Jetzt machen wir Schluss. Ich glaube, ja, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Naja, dann hole ich die restlichen Kronen dann in der nächsten Session, würde ich sagen. Heieiei. Da muss ich mich jetzt erst wieder seelisch erholen von dieser Niederlage. Naja. Gut. Also dann auf jeden Fall noch viel Spaß mit den anderen Videos hier auf Master's Clash Channel. Und bis zum nächsten Mal, wo es dann hoffentlich wieder ohne Niederlagen weitergeht. Hier im Let's Play Clash Royale.